mache hier nur meine Arbeit. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spencer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasevac an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. Los! Gerade die Nackenhaare hoch. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Was war das denn? Jemand soll dem Räumkommando sagen, es soll die Munitionslager weiter wegkrüßen. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ziemlich große Querstraße, viel freies Feld. Da kommt was zurück. Warte, bis er verweist. Er ist weg. Black, du, Metkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das. Scharfschütze! Wir brauchen Granate! Wo zur Hölle ist der? Ich schieße! Schaff ihn rein! Los! Los!
Los, hinter mir! Bist du okay? Gut. Okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Schuss! Bleib von den Kontakten der Autos weg! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Rottet alle das scheiß Gebäude ab! Zu mir! Ziehe mein Gebäude! Andere Ende vom Parkplatz! Sie kommen von der Seite! Bewegung! Davor! Davor! Kommen über die Mauer! Rechts! Kontakt links! Übernehmen. Hey, komm rein. Okay. Dann kannst du das spüren? Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Noch ein Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Augen offen halten. Zu ungefähr. Wir müssen uns von Decken zu Decken vorlesen. Bleib nicht an den Fenstern stehen. Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holt Al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Scheiße! Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. Das Hotel! Ich glaube, es ist das Hotel! Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und?
Los! Okay, unterwegs! Und los! Okay, unterwegs! Und los! Okay, und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden. An die Wand. Black, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Black, jetzt! Da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich geb dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten! 3, 2, 1, Feuer frei! Ziel perfekt erwischt! Alles okay? Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Misfit 1-3, hier Medivac. Wir haben euren Mann hier unten wieder zusammengeflickt und können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medivac. Welche Richtung? Over. Nordseite! Misfit 1-3, in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over.